So Freunde, wir haben es 6.07 Uhr. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Heute steht das Nachholspiel HSV gegen Erzgebirge Aue an. Anstoß 18.30 Uhr. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Bin auch dementsprechend müde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich soweit bin. Ich fahre heute nicht mit Ziff, sondern mit meinem Bruder. Der wird mich dann abholen. Und ja, bis dahin. So, ich befinde mich jetzt wieder zu Hause, werde jetzt ein paar Sachen zusammenpacken, mein Bruder holt mich gleich ab und dann geht's noch zum Dönermann des Vertrauens. Wird natürlich ein Döner gegessen, so wie ich das Ganze auch gehört. Ohne Tomaten, Kräuter, Knoblauch, scharf. Und ja, dann geht's so 3, 3,5 Stunden nach Hamburg. Und mal schauen, wie da das Wetter ist und wie wir durchkommen. Was ich noch erzählen wollte, was völlig gestört ist, dass gestern der Vorverkauf vom HSV gegen Freiburg fürs DFB-Pokal-Halbfinale gestartet hat. Und es einfach nach einer Stunde nur noch 300 Karten gab. Und es war ein Mitgliedervorverkauf. Ich habe zum Glück noch Karten bekommen. Für mich, mein Bruder, zwei Freunde. Aber ganz oben unterm Dach. Sehr, sehr kritische Angelegenheit. Aber wird es auf jeden Fall auch einen Vlog geben. Für den 19.04. schon mal vormerken. So, kurzer Zwischenstopp an der Tankstelle, nochmal ganz kurz auf das Thema Freiburg HSV zurückzukommen. Daran merkt man halt wirklich, dass es für den HSV wie so ein Champions-League-Finale gegen Freiburg ist. Sofort ausverkauft gewesen, als Nicht-HSV-Mitglied hast du nicht mal eine Chance gehabt, dir ein Ticket zu sichern. Übelst gestört. Was denken ihr? Wie geht denn das Spiel aus? Hat der HSV eine realistische Chance, eventuell ins Finale einzuziehen oder sagt, das ist eine klare Sache für Freiburg? Jetzt gegen Paderborn gab es da am Wochenende natürlich einen übelst harten Dämpfer. Deswegen glauben schon viele nicht mehr an den Aufstieg. Die ganz eingefleischten HSV-Fans, die glauben immer noch dran. Ich bin auch eher ein pessimistischer HSV-Fan und sage, das könnte es fast schon gewesen sein. Deswegen ist heute gegen Aue der Sieg auf jeden Fall Pflicht. So, nächstes Badvideo. Dadurch, dass wir jetzt nur zum Spiel hier sind, fahren wir die Nacht nicht nach Hause, sondern haben ein Hotel gebucht. Ja. Nicht weit weg vom Volkspark ist schon in Ordnung. Schaue ich gleich mal eine kleine Roomtour hier rein. Ja, stinknormales Hotelzimmer halt, wa? Fernseher läuft. Perfekt. Was haben wir hier? Ein Hauch von nichts. Perfekt, Digga. Der Mann ist es. Das ist die Zukunft von Deutschland. Der ist es. Maje, machst du super. Warte einfach nochmal die Ausstellung angeguckt. Maje Chuck spielt einfach. Perfekt. Nee, du machst in der Mitte. Ich raste aus. Du bist so krass im Volk. Robert, du machst halt eins. Du machst halt eins. Wo ist Sonny? 3-0 ist mein Tipp. 3-0 für HSV.
Halle! Du bist der Gott! Freunde, das Spiel ist vorbei. 4-0 Endstand für den HSV. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Hotel. War ein sehr, sehr geiles Spiel. Sehr, sehr unterhaltsam. Maje, wie gesagt, allergrößten Respekt für die Leistung mit 22 Jahren und dann am Ende auch noch zu den Fans zu gehen. Ist nicht so selbstverständlich nach so einer Niederlage und in so einer Situation. Deswegen größten Respekt und wir sehen uns dann, wenn ich wieder im Hotel bin. So, Freunde, im Hotelzimmer angekommen. War ein echt, echt geiler Abend. Sind jetzt ein bisschen durchgefroren, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Fahrt nach Hamburg. Gibt es zum Abschluss noch eine schöne Belohnung, eine schöne Sucuk-Pizza. Da ist das Teil sehr, sehr geil, so muss das Ding aussehen. Der nächste Vlog kommt schon in 2 Wochen im Halbfinale gegen Freiburg. Wenn euch der ganze Lachs gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Däumchen da oben da, abonniert uns den Kanal gerne kostenfrei, Freunde der Sonne. Damit würde ich sagen, ich bin raus, haut rein, macht's gut, ciao, ciao.